Hallo und herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay zu unserem Bautagebuch. Und diese Woche, es ist wieder viel passiert. Es ist toll, dass ich Ihnen das heute erzählen kann. Vorab, bevor es losgeht, wie immer, wenn Ihnen das Video gefällt, vergessen Sie nicht, den Daumen hoch anzuklicken, damit wir sehen, es hat Ihnen gefallen. So, und jetzt kommen Sie mit zum Rundgang im Zen Garden. Ja, Nummer 1, wir stehen hier genau im Eingangsbereich, wenn man zu Fuß in den Zen Garden reingeht. Und das Erste, was man hier sieht, vorletzte Woche wurde bereits angefangen, der Gehweg ist gemacht worden. Und Sie sehen, mittlerweile geht der Gehweg im Zen Garden schon zum Kinshu, am Kinshu vorbei. Sie sehen übrigens auch, bei dem Baum haben wir absichtlich eine Kurve mit reingebaut. Einfach, dass die Wurzeln des Baums nicht geschnitten werden müssen und vor allem, es sieht auch aufgelockerter aus. Sie sehen, der Fußweg geht dann weiter geradeaus, links rum, da ist die Verbindung dann auch zum Sengar, also zum Kinshin Sengar, und dann geht auch schon der Weg mittlerweile hinter dem Erdhügel rum. Also es ist schon sehr viel hier bei dem Gehweg gefliest. Das Zweite, was Sie sehen, bei unserem Parkplatz haben wir einmal das Gestell, ist ja letzte Woche schon gemacht worden, aber Sie sehen jetzt hier unten sind auch die Vorbereitungen im vollen Gang, dass hier das Fundament gemacht wird. Und Sie sehen schon, die ersten zwei Bahnen sind auch schon mit Zement aufgefüllt. Und die Woche gehen wir mal davon aus, ich hoffe mal, dass Sie pro Tag zwei Bahnen hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, dass die ersten zwei Reihen auch bis Ende der Woche voll zementiert sind. Und Sie sehen übrigens auch hier die zwei Stühle, die sind nicht im Zement eingelassen. Nein, die haben wir hingestellt für uns, denn heute Sonntag, und Sie sehen schon auch meiner Kleidung, trotz Winter heute kommen wir tagsüber auf etwa 20, 23 Grad. Also es ist super angenehm. Und wir haben uns heute auch wieder gegönnt, die selbstgemachten gefüllten Nudeln zu essen. Wir haben es jetzt gerade Nachmittag. Die Nachspeise, die selbstgemachte Maracuja-Creme von unserer Nachbarin, die haben wir noch nicht gegessen. Und Sie können sich vorstellen, wo wir die nachher genießen werden. Aber wir schauen uns erstmal weiterhin an, was sich noch alles im Zen Garden getan hat. Kommen Sie mit! Wir laufen jetzt einfach mal auf dem niegelnagelneuen Gehweg entlang. Und der Baum hat nicht gelitten. Natürlich, wenn man mit dem Auto zum Zen Garden kommt, müssen Sie nicht den ganzen Weg über den Eingang, über den Fußgängereingang und über den Kiosk hierher laufen. Es gibt natürlich auch eine kurze Verbindung. Das heißt, Auto parken und dann hier über die kurze Verbindung kommen Sie zu den Ferienhäusern. Gehen wir weiter. Hier die Verbindung zum Kinshu und der Kinshu natürlich immer noch einer der Hauptlagerstätten im Moment. Übrigens, das sieht vielleicht auf dem Video wild aus, aber wir machen Mülltrennung. Das heißt, in den zwei großen Kartons, da ist nur Pappe drin und in diesen Metalleimern ist nur Plastik drin, einmal sind nur Metallsachen drin und Sie sehen hier rechts vorne, Styropor ist auch schon geschichtet, da ist uns einfach die Tüte ausgegangen, aber haben wir schon besorgt. Gehen wir weiter. Ich bin immer wieder begeistert, wie Woche zu Woche dies weiter fertig gebaut wird. Und ja, hier. Von hier haben wir jetzt auch einen schönen Blick auf die beiden Häuser. Ihnen fällt auf, die beiden Terrassen, sie sind mittlerweile fertig gefliest. Sie sehen auch, die Maler sind schon zugange, und zwar in der linken Hälfte im Haus Orchidee, wenn Sie an die Wand schauen, da sehen Sie schon, der Rauputz ist schon an der Wand. Ich kriege da das Zeichen, man sieht es nicht. Wir müssen näher hingehen. Machen wir. Und
Wenn ich schon vom Orchidee gesprochen habe, gehen wir auch zuerst zum Haus Orchidee, bevor wir dann auch uns das Kleine nochmal anschauen. Sie können sich vorstellen, wo wir heute mit zu Mittag gegessen haben, auch wenn ich einen Stuhl schon aufgeräumt habe. Ja, die Terrasse ist von den Fliesenlegern soweit fertig. Klar, muss noch geputzt werden und in 2 Wochen wird das Ganze auch nochmal versiegelt. Und Sie sehen, die Maler sind hier schon zugange. Und außen wird gerade verputzt, das geht die Woche weiter. Und dann kommt noch eine Farbschicht drüber und dann ist der Maler hier fertig. Und jetzt schauen wir uns an, was sich innen in den Häusern getan hat. Denn da haben wir natürlich parallel auch den Ausbau weiterlaufen lassen. Licht. Alle Anschlüsse fertig, der Elektriker ist fertig. So, ich stehe im Haus Orchidee und Sie sehen, Lichter funktionieren. Ich könnte jetzt auch die Klimaanlage anschalten, ich könnte den Ventilator anschalten. Funktioniert mittlerweile alles. Und Sie sehen, wie angekündigt, die Küche, der untere Teil der Küche, der erste Teil der Küche, ist bereits aufgebaut worden. Und wir blenden jetzt einfach mal ein, wie der Küchenaufbau in dieser Woche vonstatten. Ja, heute wieder ein Video live von der Baustelle. Die Küche kommen heute, die 2 Küchen. Und die Tina ist gerade vorgefahren. Und ja, hier ist Hallo. Sie. Hallo, willkommen, Tina. Wie geht's? Gut, und dir? Heute fangen wir an. Heute fangen wir an. So, und da kommt der LKW mit unseren 2 Küchen für den Zen-Garden Paraguay. Primero mirar para dónde y después este. ¿Está bien? Primero mirar. So, das Ausladen fängt an, Stück für Stück. Wir sind ja 2 Küchen, deswegen muss man immer gucken, in welches Haus geht was. Beziehungsweise wir werden zwar beides in einem Haus vorerst lagern, weil in dem Haus Orchidee die Handwerker noch zugange sind. Aber wir werden es trotzdem so aufteilen, dass es dann beim Einbau am Mittwoch schneller geht. Die Handwerker werden ja heute fertig und dann kann dann direkt weiter eingebaut werden. Da kommt, glaube ich, ein Hängemöbel. Hier ist unser Guido. Está bien? Ja, hier ist das Guido. Derecha. Sí. César, vamos allá, bájame. César. So, hier kommt das Möbel für die Insel, also für die Sitztheke sozusagen. Ja, unsere Mädels genießen es immer wieder, zusammenzuliegen, ein bisschen zu kuscheln, die Sonne zu genießen, gerade bei den kalten Temperaturen. Man sieht ja, sie sind eingepackt mit ihren Jäckchen. Und schauen wir mal, was noch aus dem LKW für uns kommt. So, Küchen ausgeladen. Küche Nummer 1. Küche Nummer 2. Heute wieder mal live von der Baustelle und ihr seht, wie wir es gesagt haben, unsere Küchen werden eingebaut. Die erste ist da schon in der Mache. Ihr seht, voller Einsatz am Boden und oben mit Wasserwaage. Da werden gerade die Füße ausgerichtet.
viel. Ja? Was passiert da gerade? Christian richtet gerade die Türen aus, dass die Luft stimmt, dass alles gerade ist. Also sozusagen Präzisionsarbeit. Genau. Lassen wir mal den Mann ran. So, wir sind wieder ein Stück weiter, wie ihr sehen könnt. Hier wird es aufgebaut. Und es wird hinten an der Wand fixiert. Sind wir mal neugierig und folgen den beiden, um zu sehen, wie es anfängt in der Küche vom Haus Orchidee. Na, das sieht doch schon mal richtig cool aus. So, jetzt wird hier im Haus Orchidee die Küche ausgerichtet, dass die Füße eben alle die richtige Höhe haben, damit das dann auch in der Waage ist. Aber man kann schon mal erkennen, hier wird es ein offenes Fach geben. Da sind kürzere Schränke, weil da oben drüber eine Theke kommt, an die man sich setzen kann zum Frühstücken. Und da hinten seht ihr die anderen Schränke. Also so das Grundkonzept der Küche ist schon mal ersichtlich. Ich bin ja selber ein Fan von technischen Spielzeugen, also muss ich das gleich aufzeichnen hier, wie genau die Möbel angebracht werden. Ist schon toll. Man sieht, ich bin kein Schreiner, deswegen kann ich über so ein technisches Spielzeug, das per Licht die richtige Höhe dann anzeigt, kann ich mich richtig noch begeistern. Das ist auch noch 5 Uhr, oder?
Und jetzt lassen wir den Herrn hier stehen und machen Mittagspause. Nein. Ja, ich will es wieder wissen. Sie sehen, Stück für Stück wird die Küche zur Küche. Ja, heute wieder ein Hammertag mit der Schreinerei Capitina, die bei uns zwei Küchen soweit fertig gemacht haben. Es fehlt jetzt noch einiges, das werden wir jetzt erläutert bekommen. Also, ich zeige euch mal, wie wir heute gekommen sind. Wir hatten einen guten Fortschritt heute. Wir haben die ganzen Unterbauten alle installiert. Die Oberschränke sind fest benutzbar. Alles ist alles kann man besitzen. Und ja, wir hatten euch viel Spaß. Es hat alles gut funktioniert, hat alles passt. Siehst, wackelt, da hat sie Luft. Siehst, passt, gezitzt. Passt, wackelt und hat Luft. Und ja, jetzt fehlt noch quasi die Granitplatte, die dann hier in U-Form draufkommt. Und dann würden wir das Projekt dann abschließen. Dann fehlt noch kleine Details wie Silikonfugen und dann passt es. Schauen wir uns gleich nochmal das andere Haus an. Hey! So, hier sind wir in der zweiten Küche, die Küche vom Haus Kolibri. Und hier sagt uns Tina, was passiert ist und was fehlt. Ja. Wir haben auch hier alles schön eingepasst, schöne Ausschnitte gemacht, alles, was es genau ist. Was hier in der Küche jetzt fehlt, sind hier zwei Sichtzeiten, die kommen nachträglich noch. Sobald der Granit kommt, genauso werden sie Silikonfugen. Ja, alles andere ist auch hier erledigt. Ein wunderschönes Gewürzregal. Ja, ein kleines Detail, durch die Säule hat kein Möbelplatz, da haben wir ein kleines Gewürzregal gemacht. Hier eine versteckte Steckdose fürs Glaskeramik. Ja, das war's eigentlich. Eine super Arbeit von Capitina. Ein tolles Team, können wir nur empfehlen. Dankeschön. So, und hier nochmal das gesamte Team vor der Küche im Haus Kolibri. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, mal zu sehen, wie Capitina, unsere Schreinerei, wie die beiden hier die Küche aufgebaut haben. Ja, diese Woche erwarten wir dann auch, dass die schwarze Marmorplatte geliefert wird. Kühlschrank haben wir drüben noch im Lager stehen, das heißt, der ist auch schon gekauft worden. Das heißt, Ende dieser Woche gehe ich davon aus, dass die Küche fertig ist, sollte auch angeschlossen werden. Und dann haben wir auch schon vor mit Capitina, mit unseren beiden, dass wir hier auch ein Einweihungsessen machen. Wahrscheinlich in strikt französischer Art und Weise, denn die beiden sind ja aus der Schweiz und da haben wir uns dann für ein Raclette entschieden. Aber nebenbei nur erwähnt. Schauen wir uns mal oben an, was sich oben noch getan hat. Ja, auf dem Weg nach oben fallen wir in die Sonne, wir sehen auch fertig gemalt. Das Einzige, was noch nicht fertig ist, ist das Geländer. Aber bis auf das Geländer ist hier alles fertig gestrichen. Übrigens, man sieht es auch, habe ich auch gerade vergessen zu erwähnen, hier oben, es ist auch in Paraguay Vorschrift, dass bei vermieteten Objekten, dass in der Zwischenzeit Feuermelder installiert sein müssen. Und in dem Fall sehen Sie, zwei, man muss einen zwingend in der Küche haben, man sollte einen im Wohnzimmer haben. Und da wir hier einen Wohn-Ess-Bereich haben, haben wir zwei. Damit sind wir regelkonform. Schauen wir uns die Gästetoilette noch an. Und? Mit Licht. Der Spiegel fehlt noch, da kommt noch ein Spiegel hin. Aber ansonsten sehen Sie, fertig. Natürlich, die Einrichtungsgegenstände fehlen noch, die Schubladen fehlen noch, das Design, ja, da muss noch ein bisschen was passieren, aber rein vom Installateur, vom Maler, vom Elektriker ist der Raum fertig. Ja, und ich könnte sogar auf die Toilette gehen, mach ich jetzt. Ja, auch hier, das, ja, hallo, da kriegen wir wieder Unterstützung von mir. Ja, auch hier, kleiner Lagerraum, der auch nach Belieben dann benutzt werden kann, vorzugsweise natürlich für die Gepäck. Und jetzt rauf in den ersten Stock.
Übrigens hier, ich bin immer wieder selber begeistert. Ich finde, die Fliesen sind richtig toll verlegt worden. Ansonsten auch hier alles fertig gestrichen. Und das Licht ist funktioniert. Auch das Bad hier ist soweit fertig. Was hier noch fehlt, sind zwei Spiegel. Die Spiegel, die hier reinkommen über die Waschbecken, vielleicht dreht die Kamera. Die Kamera hat eben nicht so einen Spiegel. Ja, die Kamerafrau, da muss ich noch mal hier ein bisschen dann, ja, lassen wir das. Zwei Spiegel kommen noch über die Waschbecken mit Licht. Das heißt, es wird hier dann auch dementsprechend noch heller. Was fehlt sonst noch? Ja, die Einrichtungsgegenstände, Schubladen, ganz klar, das fehlt alles. Die Dusche, die Sie gerade gesehen haben, die ist fertig, die ist angeschlossen. Und Sie hören es auch schon im Hintergrund, automatisch, wenn man ins Bad geht, denn wir haben hier kein Fenster, und man macht das Licht an, dann geht automatisch der Ventilator mit an. Und jetzt schauen wir uns das andere Haus an, das Haus Kulibri. Nina, auf geht's, wir gehen ins Haus Kulibri. So, ich stehe im Haus Kulibri, im kleineren. In unserer Einblendung vorhin haben Sie schon gesehen, wie diese Küche aufgebaut wurde. Gleiches Spiel, die Woche kommt die Arbeitsfläche, das ist eine schwarze Marmorplatte und die wird bis hier vorgehen, das heißt, hier wird es ein Tisch sein, auf Tischhöhe, und hier geht die Arbeitsfläche dann weiter. Auch hier alles fertig installiert und angemalt, das heißt, wenn dann die Küche fertig ist diese Woche, müssen natürlich noch die Möbel hier Einzug halten. Man sieht auch schon hier unten, hier sind noch, haben wir noch ein paar Sachen zur Seite gestellt. Dann zum Beispiel die Spülen für die Küchen und links daneben schon die ersten Designelemente für die Bäder. Schauen wir uns oben an. Da hat sich in Bezug auf Möbel schon etwas getan. Sie hören es? Das ist der Ventilator im Bad. Ja, und Sie sehen hier auch, das Bad ist fertig. Und hier sehen Sie auch den Badspiegel, der drüben noch nicht angebracht wurde, mit Licht. Ja, viel mehr, glaube ich, braucht man zum Bad nicht sagen. Das ist das Bad von Haus Kulibri. Ist etwas kleiner, nur ein einfaches Waschbecken. Denn das Haus Kulibri ist für 2 bis 4 Personen ausgelegt. Ja, und jetzt kommen wir in das große Schlafzimmer des Haus Kulibris, das aber eben bedingt durch die Größe gleich mit einem Schreibtisch haben wird und auch eine kleine Sitzecke. Und was Sie sehen, ist, die ersten Möbel sind da, sind diese Woche aufgebaut worden. Kleiderschrank, Kommode, ja, und hier würde ich sagen, Spiegel zum Anziehen, dass man auch wirklich alles richtig rum angezogen hat. Ich denke, ich brauche das jetzt nicht alles aufmachen. Sie glauben ja, da ist das ganz normale Innenleben drin. Was wir schon besorgt haben, hier würden wir einen kleinen Schreibtisch hinstellen, mit einem Schreibtischstuhl davor. Das heißt, ganz gezielt für Leute, die nicht nur Urlaub machen möchten, sondern auch remote hier arbeiten wollen, gibt es hier einen ganz normalen Arbeitsplatz, einen Schreibtisch. Und Sie haben hier auch Glasfaseranschluss, das heißt, von den Übertragungsgeschwindigkeiten ist der Zen-Garden mit Glasfaser ans Internet in Fullspeed angeschlossen. In dieser Ecke werden wir eine Sitzecke integrieren, das heißt, runder Tisch, 2 bequeme Stühle, wahrscheinlich auch noch mit einer schönen Stehlampe dazu, einfach zum Lesen, zum Entspannen, Gläschen Tee trinken. Und hier sehen Sie das Bett. Das Bett ist ein Himmelbett, das heißt ideal für Hochzeitsreisen. Und ja, muss ich nicht wieder zu sagen. Haben Sie gerade gesehen, eine Katze ist schon runtergerannt und sagt Felix. Felix, kommst du wieder? Wir gehen. Ah, Nina kommt auch noch. Na, sind wir ja fast alle wieder zusammen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, unser kleiner Rundgang. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier im Zen Garden Paraguay. Und bitte nicht vergessen,
der Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir freuen uns darüber. Bis nächste Woche, Ihr Zen-Garden-Team Arbeit. Tschüss!